und die Partie läuft. Ein Spiel, in dem es um alles oder nichts, um Hop oder Top, um Hoch oder Niedrig geht. 90 Minuten, die darüber entscheiden, ob wir weiterspielen in diesem WM-Turnier, ob die Österreicher weiterspielen oder ob einer von beiden vorzeitig nach Hause fahren muss. Kein Abseits, Littbarski. Und Rubisch und Tor! 11. Minute, Deutschland führt 1:0. Ja, die Stimmung hier wird immer übler und ich kann es ehrlich gesagt verstehen. Jeder Rückpass wird jetzt höhnisch beklatscht. Und ich höre sie schon wieder nach dem Spiel. Der Zweck heiligt die Mittel, wir sind beide weiter. Aber sowas ehrlich gesagt, wie das, was sich hier abspielt, so ungefähr seit der 20. Spielminute, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Algeria, Algeria. Tja, aber ich glaube, dass die deutsche und die österreichische Elf sich für lange, lange Zeit alle Sympathien in der Fußballwelt verscherzt haben. Denn das, was sie hier geboten haben, das riecht nun wirklich nach Absprache und Schiebung, so wie es die Zuschauer hier schon ganz deutlich formuliert haben. Das, was hier geboten wurde, ist schlicht und einfach eine Schande. Anders kann man das wohl wirklich nicht mehr nennen. Die Partie ist vorbei. Beide Mannschaften sind eine Runde weitergekommen. Mehr braucht man jetzt nicht mehr zu sagen. Zurück nach Deutschland. Ja. Das, die Empörung war groß, das Entsetzen war groß, die Wut war groß. Und umso mehr, weil beim DFB sich niemand so richtig daran beteiligen mochte, einzugestehen, dass es möglicherweise nicht so glücklich war, wie man gespielt hat. Im Gegenteil, es wurde alles schön geredet, nicht zuletzt vom Bundestrainer. Ja, aber in Deutschland ist auch heute noch die Empörung, so kann man dies wohl bezeichnen, über das gestrige Spiel vorhanden. Wie empfinden Sie, wie empfinden die Spieler diese Reaktion auf die Partie? Ja, über die Art und Weise kann man natürlich diskutieren. Aber zunächst fühlen wir uns überhaupt nicht schuldig. Es ist einfach der Spielmodus, der uns dahin gebracht hat, so zu spielen. Das heißt, dass die entscheidenden Spiele nicht am gleichen Tag zur selben Zeit stattfanden? Und zur gleichen Stunde, ja. Zum anderen haben wir gewonnen. Wir sind nicht verantwortlich für andere. Wir müssen selbst ihre Punkte holen, wenn ich an Algerien denke. Und wir sind nicht verantwortlich für Resultate, die die österreichische Mannschaft erzielen will oder nicht erzielen möchte. Also, wenig ein.